Unklare Lage. Hilfeleistung. Hilfeleistung Notarzt. So. Ja. Mhm. Gut, die Feuerwehr wartet auf den Schornsteinfeger. Was noch? Keine weiteren Kräfte. Aha, ja. Verstanden, verstanden. Keine weiteren Kräfte. Einsatzende. Verstanden. Ja, an Kollegen übergeben Status 1. Immer noch keine Zuschauer. Umgehend einen Rettungswagen. Danke und auf Wiedersehen. Sprechwunsch. Keine weiteren Kräfte. Verstanden. Wiederholen. Verstanden. Boah, jetzt ist hier aber schon ziemlich viel los, ne? Die stehen da alle rum bei Status 1 und machen nichts. Naja, die könnten auch theoretisch zur Wache fahren, aber das ist ja nicht notwendig. Was sollen die denn da den ganzen Tag machen? Die erkunden noch. Ja, machen wir. Ist kein Problem. Wir sind hier der Hausarzt. Ja, bitte. BMA, RTW. Naja, so ein Rauchmelder ist auch eine Gefahrenmeldeanlage, würde ich mal sagen. Keine weiteren Kräfte. Einsatzende. So, Sprechwunsch. Ja, hat aufgenommen, verstanden. So, Notruf. Ja, da geht's ziemlich schlecht. Pflegedienst wollte kommen. Kann nicht mehr laufen. Na gut, da würde ich mal sagen, schicken wir auch ein RTW hin. Wir haben ja genug davon. Und wir sind ja hier freundliche Disponenten. Wir schicken überall jemanden hin. Also die melden sich nochmal. 5 Patienten. Der Zugführer hat nur 4 gemeldet. So eine Unverschämtheit. Gut, der hat aufgenommen. Ich nehme auch gerade auf, aber er hat ein Let's Play. Was laut... Hallo jemand? Oh, Entschuldigung, auflegen. Was gibt's da? Schicken Sie die Polizei. Polizei verständigen. Verstanden. Ja. Also da muss jemand ins Krankenhaus gefahren werden. Also auch normaler Transport. Kein Notfall. Glaube ich. Wenn das doch ein Notfall ist, werden wir das wohl noch erfahren. Ja, da ist jemand zusammengebrochen. Hyperventiliert. 5 in Mathe. Was den SSD schon gerufen? Der ist gleich da. Ich weiß leider nicht, was eine SSD ist. Ist das nicht irgendwie eine schnelle Festplatte oder sowas? Eine SSD? Wieso rufen die denn jetzt wegen einer SSD an?
Tja, ich habe auch eine SSD in meinem PC und drei Festplatten. Was wiederholen? Die Polizei sucht noch. Gut verstanden. Ja, wurde gestürzt, kann nicht mehr aufstehen. Schmerzen. Ja, Schmerzen sind natürlich nicht so gut. Sturz. Sturz, Absturz. So, ja. Wählerisch, ja. Ich bin auch ziemlich wählerisch. Was soll ich machen? Da jemanden hinschicken oder was? Also Auslösung bei Mord an Wespe. Mit Haarspray. Okay. Verstanden. Na gut, da hat jemand Haarspray in den Melder gesprüht. Da würde ich mal sagen, das ist Sachbeschädigung. Das wird bestimmt ordentlich was kosten. Schusswechsel. Notfall, Notarzt. Unklares Geschehen. Also Schusswechsel gibt's bestimmt nicht, ne? Egal, ist alles unklar da. Bombenfund. Mann V Transport. Machen wir. 10 RTWs hinschicken. Ja. Vielleicht braucht man ja so viele da. Weiß man ja nicht. Ach so, ja. Verstanden. So, immer noch keine. Doch, ein Zuschauer ist jetzt da. Oh, wird der gleich wieder abschalten? Das wird spannend. So. Ja, also hier ist es auch gerade spannend. Wir haben hier so einen Einsatz mit so einem Transport wegen einer Bombenentschärfung und da habe ich jetzt 10 RTWs hingeschickt. Und mal gucken, ob wir jetzt noch genug haben für die nächsten Einsätze. Eine Blutspur, na gut. Da würde ich mal sagen, schicken wir einen Notarzt hin. Unklares Geschehen, die Polizei ist bereits informiert. Die hat uns ja angerufen. Ja, bitte. Ja, eine Schlange. Ich würde mal sagen, das leiten wir weiter. Hallo? Wieso kann ich das nicht weiterleiten? Was soll ich denn da machen? Was? Keine Ahnung. Soll ich da Nährte wie hinschicken was? Gut, macht das nicht eigentlich alles die Feuerwehr dann, wenn da so eine Schlange im Haus ist? Kein Feuer feststellbar, verstanden? Noch ein KTW, also ein RTW, weil KTW gibt's hier nicht. Ein RTW. So, ein RTW ist alarmiert. Ich glaube, jetzt ist der Zuschauer wieder weg. Oder es waren zwei Zuschauer, das erkenne ich gerade nicht so genau. Ja. Da läuft Spucke raus. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Schlaganfall. Sieht jedenfalls so aus, wenn es so beschrieben ist. Braucht man überhaupt einen Notarzt? Ich habe keine Ahnung. Schlaganfall. Gucken wir mal. Wenn ja, dann werden die sich wohl melden. Ja. Die Feuerwehr rausgefischt. Bla bla. Verstanden. Was? Oh, Entschuldigung auflegen. So.
Also, der Schulsanitätsdienst hat hier anscheinend perfekte Arbeit geleistet. Schülerin hat sich wieder beruhigt und ist wieder auf den Beinen. Verstanden. Ja, dann sollten die doch mal eine Auszeichnung bekommen. Oder einen kleinen Hinweis auf dem Zeugnis. Starke Schmerzen. Schicken Sie den Notarzt. Notarzt. Signalfahrt. Da habe ich wieder was falsch gemacht, ne? So. Was sagt denn hier die Statistik? Ja, 0, 0, 0. Gut. Weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Ja. So, da ist jemand aus dem Stuhl gefallen. Die ist 73 Jahre alt und hört nicht mehr so gut. Deswegen muss ich jetzt etwas lauter sprechen, aber ihr hört ja hoffentlich noch gut, ansonsten könnt ihr ja die Lautstärke höher stellen. Keine Verletzungen. Gut. Der RTW ist ja sowieso bald da. Ist ja ziemlich nah. Ja, schwanger. Putzen ausgerutscht. Bauch auf Staubsauger. Nein, Schmerzen nicht. Schwanger. Was gibt's da? Fehlalarm. Die fahren wieder ab. Verstanden. So. Ja, die Zuschauer sind jetzt. Oh, auf Twitch gibt's jetzt einen Zuschauer. Ja, kein Notarzt erforderlich. Hier gibt's jetzt einen Anruf. Was ist passiert? So, da ist eine Frau gestürzt und da muss ein RTW hin. Sturz, Absturz. Einsatz erstellt. Toll. Jetzt ist der Zuschauer wieder weg. Ich glaube, ich darf die Zuschauer nicht ansprechen. Ich glaube, ich darf nicht sagen Hallo, weil sonst gehen die sofort wieder weg, weil die sich dann sofort angesprochen fühlen oder kriegen die Angst. Ja, bitte. Große Übung. Schick einfach irgendwas. Ja toll, ich kann da doch nicht einfach zu einer Übung irgendwas hinschicken. So. Entschärfung läuft, verstanden. Ja, verstanden. Okay, die werden wohl alle nicht benötigt. Ende. 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 Und Ende. Guck mal, macht er das jetzt alles gleichzeitig in einem Funkspruch? Das ist ja toll. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Die haben das anscheinend alles schon verstanden. Ja. Noch ein bisschen warten. Kommt jetzt hier das mit dem Sprechwunsch? Verstanden. Sprechwunsch. Verstanden. So, wo noch da? Ja, Sprechwunsch. Verstanden. Also so sieht das jetzt gerade hier in Berlin aus, anscheinend. Um 10 Uhr. Ist natürlich jetzt nicht mehr Echtzeit, weil ich ja vorgespult habe. Ist ungefähr eine halbe Stunde später. Also, es ist eine halbe Stunde früher in Wirklichkeit, als hier in dem Spiel jetzt ist. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal FF drücken.
Jetzt haben wir Vollbild. Vielleicht kriege ich jetzt ein paar Zuschauer. Wollte ich eigentlich schon am Anfang machen, habe ich wohl irgendwie vergessen. Rascheln, rascheln, Gesprächsfetzen. Ja, würde ich mal sagen, leiten wir weiter. Da können die mal nachgucken, ob da alles in Ordnung ist. Verstanden? So. Entgegennehmen. Ja. Übelkeit und Druckgefühl in der Brust. Da würde ich mal sagen, schick mal Notfallen. Brustschmerzen. Nicht traumatisch. Also das ist jetzt nicht wirklich traumatisch, denke ich mal. So, Patientin verstorben. Fenstersturz. Keine Ahnung, welcher das Einsatz das jetzt war. Ja, verstanden. Sprechwunsch. Verstanden. Ja. Verstanden. Entgegennehmen. So, ja, da ist wieder was rausgesprungen. Das hört sich natürlich gar nicht gut an. Hält's echt nicht mehr aus. Notfall, Notarzt. So, Einsatz erstellen und alarmieren. Starke Bauchschmerzen. Was? Blasenkrebs? Okay, ich schau mal vorbei und guck mir das an. So, was gibt's hier? Gut, 1 Stunde und 19 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Ich glaube, ich beende das gleich und spiele dann mal ein anderes Spiel. Hier Schicht beenden. So. Oder soll ich noch weiterspielen? Vielleicht eine andere Leitstelle oder so? Naja. Nee, ich glaube, ich spiele ein anderes Spiel. So, da muss noch ein Notarzt hin. Verstanden. Notarzt ist gesendet. Dann machen wir jetzt volle Geschwindigkeit. So, also, das war jetzt mal wieder. Das waren jetzt mal wieder 5 Folgen von Let's Play LST-Sim. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann mache ich noch mehr Folgen. Und ja, als nächstes spiele ich dann jetzt ein anderes Spiel in dem Livestream. So, Moment, das mache ich noch eben alles fertig hier. Oder soll ich das jetzt nicht fertig machen? Ist ja bestimmt nicht sehr interessant hier, ne? Die verlassen ja sowieso nur den Funkverkehrsbereich. Warum eigentlich? So. Verstanden. Ja. Nee, machen wir nicht. So, ich würde mal sagen, das war's dann jetzt mit dieser Aufnahme von Let's Play LST-Sim. Und dann tschüss und bis zum nächsten Video. So, und die Leute im Livestream noch nicht abschalten.